Als ich einmal auf einer Frauen- bzw. Lesbenparty war, wurde ich von einem lesbischen Pärchen auf meine Transnatur angesprochen und dachte mir, okay, ich kriege jetzt gleich wieder die Standardfragen gestellt zu OPs, zu was ich zwischen den Beinen hätte etc. Und sie hatte mich dann gleich gefragt, ob ich einen Adamsapfel hätte. Und eigentlich wollte ich gleich in den Erklärbär-Modus schalten und dachte mir halt, okay, das ist eigentlich nur eine Verlängerung der Knorpelplatten. Testosteron bedingt, das haben Cis-Männer, Trans-Männer, Trans-Frauen. Die Antwort darauf wollte sie aber eigentlich auch gar nicht hören. Sie hat mir unvermittelt an die Gurke gepackt mit der flachen Hand, sich dann umgedreht und laut verkündet, aha, ist ein Kerl. Und ich habe mich sehr verloren gefühlt, sehr invalidiert. Und ich dachte, es ist eigentlich kein Ort, an dem mir sowas passieren sollte, insbesondere nicht innerhalb der Community.